Schönen Mittwochvormittag, Servus und Hallo zu Push. Jetzt gleich unter anderem mit den Ausreisetests, die in Scheibs und in Melk kommen sollen. Und mit einer ehemaligen Olympiateilnehmerin aus Österreich, die über Nacht 1 Million Klicks auf TikTok bekommen hat. Das und noch mehr jetzt in eurem kurzen Überblick von KRONE TV. Im Osten wird der Lockdown bis zum 18. April verlängert und in 2 Bezirken kommen jetzt wahrscheinlich auch ab Freitag Ausreisetests. In Niederösterreich, in Scheibs und in Melk liegt die 7-Tage-Inzidenz seit 5 Tagen über der kritischen Marke von 400. Bleibt das so, wovon man ausgehen muss, benötigt man ab Freitag beim Verlassen der Bezirke einen negativen Covid-Test. Treten die Ausreisekontrollen am Freitag in Kraft, muss sich die Bevölkerung für längere Zeit an sie gewöhnen. Aufgehoben werden sie nämlich erst, wenn die Inzidenz 10 Tage lang unter 200 liegt. Wiener Neustadt und Neunkirchen können ein Lied davon singen. Die Zahlen in den betroffenen Regionen ist zwar rückläufig und seit Tagen unter der Marke von 400, allerdings auch noch eindeutig über der Marke von 200, wie in den meisten Bezirken in Österreich. Ausgerechnet der reichste Mann der Welt, der sein Vermögen mit einer Firma verdient hat, die schon oft dafür kritisiert worden ist, dass sie sich davor drückt, Steuern zu zahlen. Ausgerechnet der, Jeff Bezos von Amazon, ist dafür, dass Unternehmen höhere Steuern zahlen sollen. Ich glaube, es würde schon reichen, wenn die das zahlen würden, was jedes andere Unternehmen auch zahlt und nicht irgendwelche globalen Steuervermeidungsstrategien bis ins Unendliche treiben. Aber Jeff Bezos bezieht sich da eher auf ein billionenschweres Infrastrukturinvestitionsprogramm, das US-Präsident Joe Biden plant. Das soll zum Teil auch durch stärkere Unternehmensbesteuerungen finanziert werden. Und da will sich Amazon offenbar nicht dagegen stellen. Ja, auch so kann man sich positive PR verschaffen. Apropos positive PR, da sieht man, wofür das Interview bei Oprah und die Wellen, die das geschlagen hat, gut waren. Die Stiftung von Harry und Meghan produziert jetzt eine Doku-Serie auf Netflix. Dabei geht es um die Invictus Games, den Sportbewerb für kriegsversehrte Soldaten, den Harry ins Leben gerufen hat. Prinz Harry wird sowohl vor der Kamera auftreten, als auch als Producer tätig sein. Und ohne das große Aufsehen rund um das Interview bei Oprah vor ein paar Wochen, würden jetzt sicher auch wesentlich weniger über diese Doku berichten. Das habe ich mir echt nicht erwartet, sagt Nadine Brandl, nachdem sie gesehen hat, wie viele ihr neuestes TikTok-Video gesehen haben, nämlich 1 Million über Nacht. Die Ex-Synchronschwimmerin und zweifache Olympiateilnehmerin aus Wien ist mittlerweile der Star einer Aquashow in Las Vegas in den USA und postet dieses Video am Abend. Dabei sieht man, wie sie zu Talking to the Moon von Bruno Mars auf Wasser läuft, beziehungsweise sich kopfüber unter Wasser so bewegt, dass dieser Eindruck entsteht. Als sie dann in der Früh aufwacht, haben eben 1 Million Menschen dieses Video gesehen. Soviel zum Wichtigsten für jetzt mal. Wir recherchieren direkt weiter für euch fürs nächste Update und sehen uns dann gleich wieder hier bei Push. Also, bis dann. Boom. Boom, 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 boom.